Hallihallo, willkommen zu meiner neuesten Zusammenstellung, heute mal mit dem 410 Euro PC und gleich im Vorfeld, ich stelle das Ganze wieder auf Mindfactory zusammen und bitte bedenkt, momentan ist wirklich eine sehr ungünstige Zeit, um Hardware zu kaufen, die Preise sind sowas von dermaßen nach oben gegangen, dass es sich eigentlich lohnen würde, bis nach Weihnachten zu warten, weil da geht es auch definitiv nach unten. Für all jene, die nicht warten können, einen neuen PC brauchen in dem Preissegment oder mal aufrüsten können, die müssen wohl oder übel jetzt zugreifen. Fangen wir mit der ersten Komponente an, nämlich dem Mainboard. Hier das ASRock H110M HDS mit dem Intel H110 Chipsatz Sockel 1151 für 49 Euro. Gucken wir uns das Ganze mal an. Es bietet ein Dual-Channel DDR4 Arbeitsspeicher-Support in Form von zwei Speicherbänken, viermal SATA 6G, die Front-USB 3.0 und 2.0 Anschlüsse sind mit an Bord, ein PCI Express X1, ein PCI Express X16 Anschluss, ja, und was ganz besonders für den Preis ist, ist wieder mal der MOSFET-Kühler bei ASRock, finde ich ganz nett. Hier habt ihr einen 8-Phasen-Stromanschluss für die CPU, das ist in dem Preissegment natürlich auch nicht ganz üblich. Auch das I.O.-Panel fällt recht üppig aus für den Preis. Hier zweimal USB 2.0, viermal USB, andersrum, zweimal USB 3.0, viermal USB 2.0, 1 Gigabit LAN. Ja, die Linke-Anschlüsse für den Audio-Anschluss, für die Audio-Peripher-Geräte. Genau, dann noch die Bildausgangsanschlüsse in Form des HDMI und DVI-Ausgangs für die interne Grafikeinheit, zweimal PS2 für Maus und Tastatur. Kommen wir gleich zum Prozessor, hier der Intel Pentium G4500 mit 2 Kernen und 3,5 GHz, Sockel 1151 für 64 Euro. Es ist die Boxed-Version, also hier braucht ihr euch keine Gedanken machen wegen Kühler, der wird hier mitgeliefert. Es ist ein aktueller Skylake-Prozessor, dieser wurde im 14-Nanometer-Verfahren gefertigt und verfügt über eine TDP von 47 Watt. Hier mit an Bord der Intel HD Graphics-Chip 530. Sollte auch vollkommen ausreichend sein für aktuelle Games, zumindest in Full HD und mittleren Einstellungen. Beim Arbeitsspeicher hier 8 GB G-Skill Valois 4 DDR4 mit 2133 MHz und einem Timing von CL15, 33 Euro wären dafür fällig, der billigste, den es hier gibt. Beim Netzteil habe ich mich für das 430 Watt Silence Performance A Plus entschieden, welches momentan 40 Euro kostet. Es punktet mit einer recht soliden Verarbeitung. Die Schutzschaltungen sind soweit alle vorhanden. Das PCB wurde wirklich recht sauber für den Preis gefertigt und auch die verbauten Komponenten in Form der Kondensatoren und Spulen sind soweit recht hochwertig. Also in dem Preissegment definitiv vertretbar das Ganze. Was mir an dem Netzteil nicht gefällt, ist die doch bei sehr hoher Last extreme Lautstärke und dieses, naja, Kabelknäuel am Ende, welches doch nicht wirklich gesleeved ist und in allen möglichen Farben daherkommt. Als Datenspeicher setze ich auf die 1 TB Western Digital Blue Festplatte, welche mit 64 MB Cache daherkommt. 46 Euro wären dafür fällig. Es ist eine sehr leise Festplatte. Ja, welche auch sich temperaturtechnisch im grünen Bereich bewegt. Abgerundet wird das ganze Paket noch von einer 120 GB Silicon Power S55 SSD für 40 Euro. Das ist nicht die beste SSD, jedoch ist sie vom Preis-Leistungs-Verhältnis her recht gut. Allerdings, wer mit dem PC Videos oder Bilder bearbeiten sollte, dem würde ich hiervon abraten, weil die Speicher- bzw. die Schreib- und Leseraten brechen recht schnell ein. Für den Durchschnittsgamer vollkommen vertretbar. Die Leseraten sind im Gaming-Bereich doch ja, im vertretbaren Rahmen. Beim Gehäuse das Salman T1 Plus Mini für 23 Euro. Es ist ein sehr günstiges Mini-Gehäuse, ja, welches aus Büchsenblech besteht. Dieses könnt ihr ganz, ganz tief
unterm Schreibtisch verstecken, weil es ist nicht besonders schön, bietet allerdings für den Preis eine recht gute Ausstattung. Ihr habt hier ein Front-USB 3.0, ein Front-USB 2.0 Anschluss, habt diverse Möglichkeiten, 120 mm Lüfter zu installieren, im Deckel und in der Front und natürlich an der Seite. Es bietet Platz für Mainboards bis zu einer Größe von MATX und im hinteren Bereich ist auch noch ein 92 mm Lüfter vorinstalliert, welcher, naja, ich glaube, doch recht laut ist. Kommen wir nur noch zur Grafikkarte. Hier die 2 GB Version der His Radeon RX 460 für 110 Euro. Es ist eine sehr leise 460, welche durchaus noch Potenzial zum Overclocking besitzt. Der Kühler ist sehr hochwertig verarbeitet und auch optisch macht die Karte wirklich was her. An Bord sind hier ein DVI, ein HDMI und ein DisplayPort. Das sollte vollkommen ausreichend sein. Des Weiteren verfügt die Karte über einen 6-Pin Stromanschluss, bezieht ihre maximalen 75 Watt über den PCI-Anschluss, also hier könnt ihr auch noch übertakten. Sie hat einen maximalen Boosttakt von 1220 MHz. Es ist eine aktuelle Polaris 11 GPU, welche im 14-Nanometer-Verfahren gefertigt wurde, hat wie erwähnt schon 2 GB VRAM GDDR5, welcher mit 3500 MHz taktet und mit 128-Bit angebunden ist. Das war's soweit mit meiner Zusammenstellung. Wem sie gefallen hat, lässt mir einfach ein Like da. Wer Fragen hat oder Wünsche, einen Kommentar unten mit reinschreiben. Ansonsten würde ich noch an euch sagen, lasst mir ein Abo da, das ist ganz wichtig. Ansonsten bis zum nächsten Mal.